Herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Bray. So, ich bin schon einmal vorgegangen, damit wir die langen Laufwege halt sparen können, und auch die Ladezeiten habe ich jetzt euch erspart. Und ja, ich sehe jetzt hier vorne die Januari da rumstehen, und ja. Und Morgan, dieser Operator war ein älteres, defektes Modell. Oder was Schlimmeres. Alex, die Typhon, sie arbeiten alle gegen sie. Vertrauen sie sich selbst. Vertrauen sie ihrem Video. Wir brauchen die Zündschlüssel, um die Talos 1 zu zerstören, bevor es zu spät ist. Wem soll man denn da jetzt vertrauen? Und oh, ein Neuromod. Neun, sieben, sechs, acht. Was heißt jetzt 9768? Wofür? Haben Sie was Interessantes gefunden? Ah! Anzug wurde befehligt. Alex. Alex. Alex Bürotresor. Okay. Kann man irgendeinen Tresor öffnen? Hast du noch was zu sagen? Ich verstehe, dass Sie verunsichert sind. Ich werde alles tun, um Ihnen zu helfen und Sie zu schützen. Die Typhon verfügen über die Fähigkeit, Technologie zu verändern. Auch die Programmierung von Operatoren. Gehen Sie zur Datenzentrale, Morgan. Sie brauchen Ihren Zündschlüssel. Gehen Sie zur Datenzentrale. Je mehr Sie von der Talos 1 sehen, desto besser verstehen Sie, warum Sie alles zerstören wollen. Wenn Sie es nicht bereits wissen. Ich werde Sie später kontaktieren. Ja, das war also Dezember. Tja. Gut. Jetzt müsste man natürlich wissen, wo das Büro von Alex ist, aber hier stehen auch keine Namen direkt drauf, also müssen wir halt gucken, wenn wir ja. Achso, suche Alex Bürotresor Arboretum. Da müssen wir also als nächstes hin. Und jetzt soll man jetzt hier Dezember vertrauen, der kaputt ist, die kaputt ist, oder Januari. Das ist die Frage, ne? Na gut. Dann gucken wir mal, wo der Schlüssel ist. Also Arboretum. Das heißt, wir müssen dann mit dem Fahrstuhl ganz nach oben, ne?
Hier ist im Moment kein Fahrebene 2, 3, 4. Gut, wir müssen wieder durch die Lobby. Hobby, Hobby. Na dann. Ist da noch was? Ja, da ist sogar noch was. Gut. Dann wieder ab durch die Lobby. Und ich trinke mal ein bisschen was in der Zeit. So. Ja. Also, ich habe jetzt das hier seit ein paar Tagen, also ein paar Tage nicht mehr gespielt. Und ja. Und ja, bin ich jetzt mal gespannt. Also, Fahrstuhl müsste ja gehen, hat mir ja irgendwann mal repariert, soviel ich weiß. Ja. Dann hatten wir auch eine Fluchtkapsel dann freigegeben. Genau, Bewohner gerettet. Gut, und jetzt müssen wir zum Arboretum, das ja auf der Karte irgendwie ganz oben ist. Und da soll irgendwas im Tresor sein. Vielleicht ein Schlüssel? Oder doch was ganz anderes? Ach Mensch. So. Guten Tag, Talos. Sicherheitshinweis. Haftnotizen, selbst gut versteckte, sind keine sichere Methode zum Aufbewahren Ihres Terminal-Passworts. Ja. Wo zeigt er denn hin? Da zeigt er hin. Alex Tresor. Wieso zeigt er hier hin? Ist das jetzt da unten? Wieso sollen wir denn jetzt da runter und dann dahin? Da ist so, der hat sogar noch was. Alles klar. Da bin ich ja mal gespannt. Gut. Psychotronik. Da gibt es viel Elektronik in der Psychotronik. Ja, toll. Lustig. So, dann hat er jetzt hier eigentlich fertig geladen. Ding, 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 ding. So, Umwege.
Du betrittst GUTS. Oder auch Psychotronic. Na gut. Oh, da kommen Blitze raus. Die Psychotronik ist das Gegenteil von sicher, Morgan. Was suchst du? Jemand hilft dir. Ist es Michaela? Elsa? Ich kann die Nachrichten ihres Bruders belauschen. Darüber besteht Einigkeit. Durchqueren Sie diesen Ort so schnell wie möglich. Sie suchen nach einer Wartungsluftschleuse zu einem Unterführungstunnel namens Guts. Aua. So gelangen Sie ganz nach oben. Okay, die Reise aber schnell weg. Defekter Lüfter geht nicht mehr mit. Mal gucken, irgendwo brauchen wir einen Platz. Ein Platz. Da haben wir eine Blume. Essen. So, jetzt geht das mit. Ne, hier ist nichts mehr. Gut. Sicherheitsstation. Den gehen wir da noch mal zuerst hin. Hallo? Da brauchen wir die zwei. Und die haben wir. Oha, oh, 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 oh. Aua. Ah, man kann ja selber nicht raus, das ist blöd. Ja, ja. Oha. Was? Oh ne, das wird nichts, das ist zu eng. Alter, wie das denn immer wieder zurückspringt, ey. Vitalwerte kritisch. Ja, ja, kannst mich mal. Alter.
egal, das gibt ja nicht. Das ist so schwer. Boah, das Ding. Das bleibt ja nicht. Ja. Oh, Alter, das ist doch wohl nicht möglich, du. Mann. Wir waren doch schon drin. Alter, das Ding zu steuern, ey, das ist ja. So. Nach 100 Versuchen. Was haben wir denn hier in der Sicherheit? Na, Pistole. Können wir erstmal die Muni nehmen? Pistole kann man ja irgendwie mal zerlegen oder sowas. Das geht, das andere geht nicht. Das geht. 9 mm, da haben wir wieder so eine Liste wieder und alles mögliche. Hinter dem alternen Vorhang. Das ist von den Vereinigten Staaten. Nee, verbessert hatten Bestand kein Zweifel daran, dass ihr verrettet also noch sind Teil und immer noch für ein eisiges Klima sorgten. Seit mehr als einem Jahrhundert erfreute sich Wladimir Lenins kommunistische Vision innerhalb der erweiterten Grenzen von Russland auch weiterhin größten Beliebtheit, doch mit jeder neuen sowjetischen Etikierung muss die Uhr feststellen, dass die Aufschrei der Öffentlichkeit nicht mehr länger nur aus Amerika, sondern auch von den eigenen Bürgern kam. Die als Menschewiki bekannte Gruppe lehnte die aggressive Expansionsdoktrin der Sowjetunion zu Beginn noch eine Minderheit, wuchs die Begegnung jedoch mit den Jahren immer stärker an. Bewegung, nicht Begegnung. Nach der sowjetischen Intervention gipfelten die Ereignisse und die Menschewiki angeführten Unruhen und dem Beginn der zweiten Säuberung. Ja. Geschütze, 2 Stück. Okay. Eine Nachricht. Alle Q höchstpersönlich hat angeordnet, dass sie am Ende der zweiten Schicht Dr. Gallegos zum Sicherheitsbüro in der Hauptlobby exkortieren sollen. Und hier können wir wieder jede Menge Personen finden. Oh, meine Fresse. Erika Bettner, Erik Bärer. GUTS. Warte mal. Gut, das ist da.
Aber jetzt haben wir ein oder sind da jetzt zwei Ziele? Aber dann machen wir den einen aus, genau, haben wir das erstmal. So, wäre ich die Tim. Was haben wir denn hier für Programme? Sicherheitsraum verriegeln, Sicherheitsraum entriegeln. Den haben wir doch entriegelt oder sowas. Und eine Karte können wir runterladen. Juhu. Alles klar. Looking Glass Station. I been looking for Glass Station. Oh Gott, Leichenhalle. Da habe ich Angst. Was ist, wenn da 1000 Zombies rumlaufen oder so? So. Ja. Immerhin 9 mm Munition. Jetzt müssen wir genau wieder hier aus dieser Station raus. Oh je. Was mache ich denn mit der? Und da haben wir auch noch was. Kaputtes Festplattenlaufwerk. Können wir denn irgendwo noch Platz machen? 5 Gesundheit. Geht das jetzt mit? Ja. Gut. So eine Pistole verbraucht 2 Plätze. Gut, wir haben jede Menge Schrott. Aber ich kann doch, glaube ich, auch was zerlegen, ne? So viel ich weiß. Warte mal, das ist die, die wir jetzt ausgerüstet haben. So, die haben wir ja nicht ausgerüstet. Die können wir dann zerlegen, genau. Wobei das mit den Verbessern ja halt blöd ist, ne? Die war ja ausgerüstet, verbessern. No, da verbrauchen wir dann weniger von dem Glue. Den können. Ja, ne? So, haben wir da einmal was verbessert? Da brauchen wir dann wieder eine bestimmte Neuromod oder sowas in der Art. Genau, dann machen wir die hier zerlegen. So, dann haben wir da gleich 3 Plätze frei. Dann können wir die Waffe mitnehmen. So, dann haben wir hier. So, dann habe ich jetzt einmal meine hier. Da sind wir jetzt bei, lass mal gucken. Genau, da brauche ich auch Waffenschmied 1. So, und hier oben haben wir dann. So, das wäre dann 8, okay. Die ist dann so gesehen schlechter. Können wir die wieder zerlegen? Haben wir wieder ein paar Sachen. So, was ist denn mit der Schrotflinte? Da brauchen wir auch Waffenschmied 1. Neuromods haben wir 6. So, da brauchen wir 3. Techniker. Da ist Waffenschmied, also brauche ich 4.
Womit ich denn meine Waffe noch verbessern kann. Hier. Da kann man was reparieren. Da brauchen wir auch 4. Ich würde mal sagen, je besser eine Waffe ist, umso mehr Schaden können wir machen. Reparatur könnte man vielleicht ein andermal machen. Ja, da kriegt man mehr Sachen raus, wenn man das da wieder verwertet. Und hier haben wir. Da brauche ich den und da braucht man den, haben wir auch 4. Überall im Moment sind das dann 4. Aber ich würde mal sagen, ich nehme erstmal hier die Waffe. So. Und dann haben wir, was ist das hier nochmal gewesen? Stoffwechselboost. Nö. Wir warten jetzt erstmal bis zum nächsten Mal und dann können wir irgendwie hier den Reparaturdings vielleicht machen. Oder wir machen den Anzug verbessern. Könnten wir auch machen. Und ansonsten gucken wir mal. So, wir müssen hier raus. Zum genau Tresor. Was ist das? Okay, Leute. So. Und das nächste Mal in der nächsten Folge, ja, gucke ich mal, ob wir das andere Vieh da kaputt kriegen oder so. Ich mache mich schon bereit und sage auf Wiedersehen, bis zur nächsten Folge. Mach's gut.